Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Videospieler und ich spiele Deponia Doomsday. Ich bin jetzt in so einer seltsamen Welt mit lauter Zeitportalen gelandet. Und das ist Hillbilly, den ich gerade noch in der Universität gesehen hatte, der hier auch reingegangen ist. Ich gehe mal weiter. Jetzt erkunde ich mal hier die Welt. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Portalbauamt. Sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco McChronicle. Du bist Rocco McChronicle? Der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior? Und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gut aussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Was bedeutet das? Es gibt hier keine Zukunft. Wie ich es sage, wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch die Leute vom Portalbauamt. Die reden auch ständig von der Zukunft. Und sie versuchen, eine aus dem Schrott unterhalb der Stadt auszubuddeln. Die reinsten Spinner, wenn du mich fragst. Wir hatten hier nie eine Zukunft. Und wir sind bislang auch gut ohne ausgekommen. Ich muss dringend nach Kuwak. Da klingelt nichts. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die kartografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Hey, das ist doch das Time Pod. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig, wie alles hier. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Okay, also ich bin in der Zwischenzeit gelandet. Und es gibt ein Portalbauamt. Noch eine Zeitmaschine, lauter Zeitmaschinen, cool. Rufus, du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt.
Kein Wunder. Ihm bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papalampa. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Dol? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit ticken die Uhren anders. Ich bin im Bild. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuwak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar Kniffen und Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier, ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Ich hole Goal und du tust McGonagall-Dinge. Mach dich da drinnen auf eine Überraschung gefasst. Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. Mach dich da drin noch eine Überraschung gefasst. Ach du Scheiße, ist da die andere Goal drin? Hey Goal, keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir. Moment mal, habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe, Rufus. Weltretter, Zeitreisender. Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste bruchlanden und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Die Portale sind weg? Ach, nicht doch. Wo ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen? Alle weg. Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. So ein guter Spruch. Ich sehe keine. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Kein Portal mehr. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Cole gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen.
Golds Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. Was hat denn das hier zu suchen? Das wollte ich für meine Skulptur Der letzte Paukenschlag verwenden. Ich habe Wochen darauf gewartet, dass die Batterie alle wird. Aber es läuft und läuft und läuft. Das ist gut. Skulpturen. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Was soll das hier darstellen? Das ist der unfertige Punkt. Ach, es gehört so. Es soll unfertig aussehen. Und ich dachte, es ist wahrhaftig noch nicht fertig. Oh, dann muss ich wohl noch mal ran. Kann ich das mitnehmen? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Nein. Na, dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Die Portale haben... Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Hey, das ist super. Das ist wie ein altes Ehepaar. Auch cool. Wollen wir mal Spannendes hier? Nee. Dann geh ich mal raus. Ist hier irgendwas Spannendes? Nee, nur Mac Chronicle, der ist nicht spannend. Ja, dann gehen wir mal hier raus wieder. Kann ich mal mit Rocco McChronicle sprechen? Hey, Rocco! Howdy, Ruf! Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie meinen? Ich muss zum Timepod. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Was jetzt? Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch. Es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Na super. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Alles gut bei dir? Wieso? Ach, nichts. Was war noch gleich deine Frage? Ich muss wirklich dringend zum Timepod. Und ich sage nein. Es ist sowas wie ein Familie... Familie geht vor. So wird das nicht, Rufus. Ja, das habe ich schon kapiert. Hey, mysteriöse Erinnerungs-McChronicle. Was? Und?
Hast du schon eine Idee? Nein. Ich dachte, du hättest eine. Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du hast recht. Sorry. Immer wieder nett von ihm zu hören. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Störrische Kumpel. Also, ein paar Ausgänge. Gucken wir mal die Zeitmaschinen an. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Okay, die kann ich einfach nicht nehmen. Nee, es gibt kein Vertrauen. Oh. Wo bin ich denn hier? Also Maverick wins. Der junge Maverick. Rita. Ich sehe alle Voraussetzungen für eine hinreißende Liebesgeschichte. Nur die weibliche Hauptrolle sollte man vielleicht neu besetzen. Erdnüsse. Erdnüsse. Lecker. Ah, du hast Mikey gefressen. Was? Aber, oh nein, ich dachte, ihr habt Erdnüsse. Ach, schon okay. Mikey war eh ein Arsch. Mach dir keinen Kopf. Und? Wir sind Erdnüsse. Verblende Erdnüsse. Aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lasst ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund, um es zur Erdnussbutter zu verarbeiten? Ja, stimmt, den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Für die Liebe. Wow, na das ist doch meine Antwort. Für die Liebe opfern wir uns doch gerne. Yippie, ich zuerst. Na, eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach ja. Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben? No, Sir. Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay, ich sag's euch ja. Ich will Golds Zuneigung zurückgewinnen. Oh, das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Aber es geht um Gold. Ja, aber wer ist Gold? Ich meine, kennen wir sie überhaupt? Also, ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft! Ihr habt recht. Sehr gut. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht für Euro. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Also, ich muss die Jungs überzeugen, dass ich sie zu Erdnussbutter verarbeiten darf. Ich habe ja schon Butterfass. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack. Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Und du bist ja gut. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja. Ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Die Portale sind zu. Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Hast
du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Was für ein Waschler. Oh nein, die Fuelog-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie... wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fuelog-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Keine Fuelog-Suppe mehr. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo! Du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein? Du mir geben Furchtpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Wer braucht denn da so lange? Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Oh. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhö? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Ja, haha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Cletus Koffer. Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist doch alles geflossen. Oh, jetzt geht gar nichts mehr. Oh, genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Was für ein Kotzbrocken. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso, hab ich dich etwa zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Na, du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich, es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden.
Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Butterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist, das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich, diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulok-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulok-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Also Fulok-Suppe, helle Fulok-Suppe. In seinem Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge. Der graue Star verhindert zwar das dreidimensionale Sehen, aber wir reisen ja in vier Dimensionen. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Metades lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Okay. Also, ich habe jetzt ein paar Aufgaben. Es geht mal weiter. Jetzt dahin. Nicht arg weit. Ah, hier hat es noch Fulok Kadaver. Da kann man danach Fulok suchen. Ich finde, er nimmt die Sache ein bisschen zu ernst. Er bräuchte mal einen Perspektivenwechsel. Heda, lenk mich nicht ab! Ich muss aufmerksam bleiben! Oder möchtest du unbedingt von einem Fulok-Rudel zerfetzt werden? Ihr habt hier ein Fulok-Problem? Wonach sieht das denn hier aus? Hm? Nach hysterischer Überreaktion. Meinst du nicht, du nimmst die Sache ein bisschen zu ernst? Immerhin sind die Portale zu und kein Fulok weit und breit. Nur weil du keine Fulok siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht sehen. Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fulok-Rudel zerfetzt werden? Naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat. Hier draußen herrscht Krieg. Und im Krieg gibt es nur Verlierer. Also, okay, hier gibt's Fulok-Knochen. Ich habe sie aus meiner Rippe erschaffen. Jetzt brauche ich die Rippe zurück. Was sind das für Tonnen? Da verfahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fuloks. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fulok-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Ich darf sicher auch nicht an die Tonnen ran. Was sind das für Tonnen? Hey, da verfahren wir das Saat. Und damit die Wombats. Die Viecher werden immer fast schon schlimmer als die Fuel. Immer häufiger erwische ich sie dabei. Darum behalte ich jetzt immer beides. Meine Frau sagt, ich gut, das ist im Fuel für ein, zwei. Also, ich muss irgendwas organisieren, dass. Dass die Wombats das Saatgut an. Dann kann ich den Hebel betätigen. Ah, hier ist das Portalbauamt. Nehme ich mal an. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat,
Dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.